Eieieiei, was für ein Kampf. Oh. Wie viel hat sie jetzt? Hat sie wieder mehr als vorhin? 700, das sind wieder mehr als vorhin. Unglaublich, Mann. Wir machen mal den Finish-Move zu früh. Wir machen ihn einfach mal. Vielleicht brauchen wir einfach den Damage dafür. So. So, jetzt sind wir bei 6000, dann gibt es wieder minus 50. Egal, das passt schon so. Und... wenigstens kannst du dir nicht ausweichen. Das ist 400. 100 Zuschauer verloren. Und Zauberlied. Warum kann der denn den Zauberlied auch noch machen? Oh Gott. Wie soll man das für den Tod kriegen? Ein Ding der Unmöglichkeit. So. Ja, Finish It steht jetzt da, aber... Oh nein! Das war jetzt nicht so der Plan. Jetzt wird sich wieder heilen. Boah, ist das mies. Wollen wir in der Nähe von Wasser. Vielleicht sollte ich sie mal vom Wasser wegbringen. Vielleicht sollten wir alle da hochrennen, wie blöde. Aber das ist das Blöde, dass die uns so... Ich kann das sein. Ich glaube, das liegt am Wasser. Okay, Leute, lasst uns abhauen. Lasst uns mal weggehen vom Wasser. Das ist jetzt so eine Idee von mir. Eine Idee von mir, die ich hatte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, es funktioniert. So. Naja, regenerier dich ruhig nochmal. So, schön hier oben. Schön hier oben, wo der Kamera-Tonmann-Typ ist. Jetzt wird aber gleich wieder jemand von uns übernommen. Da könnte es wieder Probleme geben. Gerade er hat hier ein kleines Problem. Ich mach mal kurz unsere Freundschaftsheilung hier. Ah, Heidoken ist fertig. Mach ich Heidoken. Kann ich dabei noch danach noch laufen? Ich hoffe. Nein, ich kann nicht mehr laufen. Naja. Passiert. Eigentlich wollte ich die gar nicht so nebeneinander stellen. Alter, wie sie einfach die ganze Zeit regeneriert. Jetzt ist sie wieder voll, ne? Sie ist wieder voll, Leute. Voll. Aber die kann wenigstens nichts machen jetzt. Hahaha. Die kann nichts machen. Du Luschi. So, wir machen immer so schön einen Abstand. Sodass sie hier nicht irgendwie... Damit wir uns nicht sehr gegenseitig treffen. Aber die kann die nicht bewegen. Die kann echt nur stehen. Die bleibt nur stehen und macht dann einen Angriff. Ich glaube, das ist die Lösung. Ich darf mich nur nicht direkt nebeneinander stellen. Was natürlich schwierig ist, wenn man einen Schlussmove machen will, aber... Ansonsten dürfte es ja funktionieren. So, Fischi, Fischi, Fischi. Jetzt muss Fischi bloß noch da reinkommen. Problem ist nur, wenn ich die jetzt hier reinstelle, dann klappt das nicht. Das heißt, sie muss sich hier irgendwo... Hier geht auch nicht. Kann nur hier stehen bleiben. Dann lasse ich sie hier stehen. Ich kann ja schon mal trotzdem mal draufschießen schon. Schon mal Schaden machen. Ja, ich warte trotzdem lieber nochmal ab. So, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wir machen mal ganz kurz so. Ah, er kommt rein. Er will Trösche kriegen. Trösche. So. Einfach gedodged, ne? Einfach gedodged, als wär's nichts. Es ist schwierig, der muss irgendwie hier reinkommen. In den Kreis. In den Kreis. Oder wenigstens hier zu mir irgendwie. Ja, so ist gut.
So, und da bleibst du jetzt auch für immer. Leider komm, ich kann dich jetzt auch nicht angreifen. Aber er kann angreifen. Nice. Er kann nichts tun, leider. Ja, sie kann halt noch heilen oder hinlaufen. Aber ich will nicht, dass sie nebeneinander stehen. Ah, nice. Geil, ist freiwillig hingegangen. Warum nicht? So. Wenn ich rangehe und einer wird verzaubert, dann kann ich doch die anderen weglaufen lassen. Würde aber bedeuten, wenn ich jetzt hier hingehe und da kann sich noch einer hinstellen, würde funktionieren. Das macht eigentlich mehr Schaden als... Oh, gut, das Schwert macht richtig Damage. So, er kann nichts machen. Er kann sich da hinstellen. Das würde sogar noch funktionieren. Multischuss! So, was ist, wenn ich mit der jetzt hier reingehe? Wenn jetzt irgendeiner übernommen wird, wenn er übernommen wird, dann kann ich doch mit dem noch wegrennen, aber der andere kann nicht wegrennen. Okay, das heißt, die muss hier hinten bleiben. Die muss hier hinten bleiben. So, mal gucken, was Fischi jetzt macht. Was macht er? Ich sehe es nicht. Übernehmen. Weil jetzt kann ich nämlich mit denen hier einfach einen Ausweichschritt machen. Nach da oder von mir aus nach hinten. So. Aber er sieht nichts. So. Er kann das. Ja, gut, er kann draufhauen, ganz normal. So, er kann nochmal drauf schießen, auch wenn er nicht weit weg steht. Oh yeah. Du schießt auch nochmal fett drauf. Ich kenn dich doch. Jupp. Bam. Was? Trotzdem 300 Heilung? Unglaublich. Ja, trotzdem 300 Heilung. Das wird eine harte Nuss, Leute. Aber jetzt steht die so gut, dass ich vielleicht mal den Finish-Move nochmal draufhauen kann, wenigstens. Ah, Mist. Wenn der jetzt den übernimmt, habe ich ein Problem. Ich hoffe, die macht's nicht. Was für ein krasser, böser Kampf, ey. Und wenn die betäubt ist, kann sie sich trotzdem heilen. Das ist ja der Kack dabei. Oh, sie hat nichts gemacht. Sie hat nichts gemacht. Sie hat nichts gemacht. Wir können sie umhauen. Okay. Finish-Move, Leute. Den kriegt man jetzt hin. Du gehst am besten dahin. So. Dann. So. So. Tenshi. Angelo und Scar haut drauf. Okay, Finish-Move. Noob-Move. Los. Ja, komm schon. Please, please. Yeah. Was für eine Staffelfinale. Jetzt zeige ich euch meine wahre Macht. Oben zu sein, oben am Land, oben im Licht der Sonne am Strand, wäre ich frei, endlich dabei in ihrer Welt. Das habe ich doch schon mal gehört. Egal. Schade, dass es nicht der richtige deutsche Spruch ist. Der deutsche, Übersetzung. Okay, egal. Jetzt geht's los. So, mein kleines Fischi. On miss, take 3000 Damage. Was, wenn ich misse, kriege ich 3000 Damage? Alter, 44.000. Oh, oh, das wird ein harter Kampf. Komm, bam. Bam. Beendet die Runde. Es ist egal, was ich mache. Es beendet immer die Runde. 72%. Ich gehe da mal. Oh, komm schon. Yes. Komm, wir hauen jetzt richtig fett in den Schaden noch rein. Okay. Boah. Ah, zu früh. Was, 5000 macht die? Krass. Okay. Ach, schade. Okay. Sehr schön.
Ja, erste Runde gewonnen. 16.000 Heilung bekommen. Jetzt hauen wir nochmal drauf. Bam. Bam. Ein Versuch mache ich noch. Komm schon, komm schon. Yes. Und jetzt wird hier mal fett Schwertstreich gemacht. Flur. Wieder 12.000. Klick. Perfekt. Ja, 4.000 Damage machst du nur. Du komischer Fisch. Nichts kannst du, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Warning, incoming special attack. Ist nicht so schlimm, weil 12.000 Schaden, den kloppt man jetzt nieder. Kommt noch ein Treffen, bitte, 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 bitte. Yes. Nix mit special attack. Du Luschi. Ich mach dich fertig. Mit den Noobzilla. Yeah. Ach, schade. Ja, krieg ich natürlich Schaden, aber passt schon. Ein Versuch war es doch wert, oder nicht? Und? Ach, awesome bloß. Vor allem, wie das 740 Schaden ausmacht. Perfekt und awesome. Okay, geil. Ich sehe schon, was wir machen. Okay. Na, es reicht nicht. Wir wagen es, wir wagen es. Komm. Ja, und jetzt mache ich dich. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber ich mache es trotzdem mal. Yeah. Noobzilla. Noobzilla. Er kann's einfach. Geschafft! Die glitschige Fischjungfrau ist besiegt. Glitschige. Welche Abenteuer warten noch auf unsere Helden? In der nächsten Staffel seht ihr es. Die anderen sind schon weg. Sie sind wohl essen gegangen, während ich gearbeitet habe. Zeit für eine Pause. Aber warum rede ich durch das Erzählersystem? Bin ich der Erzähler? Ach ja, Gaga wollte vorbeikommen. Er sollte gleich hier sein. Kurz darauf. Oh, da ist er. Hi Gaga, wie geht's? Halli, hallo Tenchi. Bist du allein? Ich werde dich nicht lange aufhalten. Muss nur den Einschaltquotenbooster im Studio installieren. Lass dir Zeit. Hätte fast vergessen, dass du heute kommst. Ich wollte mir nebenbei ein Curry holen. Kommst du mit? Kann leider nicht zum Essen bleiben. Brauch nur einen Moment. Einen Moment später. So, alles bereit. Jetzt muss ich zu einem Meeting. Viel Spaß mit dem Einschaltquoten-Booster. Das ging schnell. Bin gespannt, wie er wirkt. Die Einschaltquoten werden explodieren. Da bin ich sicher. Zwinker! Der Einschaltquotenbooster ist super. Lebt wohl. Geldsorgen. Oh, geil. Keine Geldsorgen mehr. Oh, geil, Alter. 6.000 plus 1.800 Zuschauer. Oh, nice. Zwei Holzbretter auch noch bekommen. Boah, das bringt... Oh, boah, oh, wie viel Fans wir kriegen. Und wann, ey? Okay, wow, will nicht spoilern, aber ihr müsst die neuesten Noobtastischen 5 Folgen schauen. Wieso müssen die Noobtastischen 5 immer so nett und glücklich sein? So, schaut ihr Noobtastischen 5. Achtung, Suchtgefahr. Hä, du siehst dir deine Noobtastischen 5 an. Was? Alter, nice. 300 Fans bekommen. Rezeption der Staffel hervorragend. Die beste Serie aller Zeiten. Die Erwartungen an die nächste Staffel sind hoch. Ausgaben 750, Einnahmen 5000, Fans insgesamt 800. Neuer Vertrag. Yeah. Dreh nach fünf anderen Folgen das Staffelfinale. Vertrag wird gekündigt, falls Anzahl der Fans niedriger als 20. Wie soll das denn gehen? Oh, nice, Leute. Nice. Yeah. Was haben wir hier noch? Was ist das denn hier? Für die Gerechtigkeit. Hallo, die Noobtastischen 5. Ich heiße Edward und bin ein großer Fan eurer Serie. Es ist immer einer der Höhepunkte meiner Woche, die Serie zusammen mit meiner Tochter Ariana anzuschauen. Die Abenteuer, die ihr erlebt, sind immer spannend. Und sie liebt all die Witze und die übertriebene Action. Ich kann gar nicht sagen, wie oft sie mich angreift, dabei den Namen ihres Lieblingsmoves schreit und behauptet, ich sei eines der Monster, die ihr bekämpft.
Es ist fantastisch, gemeinsam mit meinem Kind Zeit mit etwas zu verbringen, das uns beide gefällt. Ich weiß, dass meine Kleine sich unglaublich darüber freuen würde, wenn ihr für sie auf diese E-Mail antworten könntet. Danke fürs Lesen. Gebt den Kampf nie auf. Edward und Ariana. Signiert Bildschicken. Ein signiertes Bildschicken, natürlich signiert. Hallo nochmal, die Dubtastischen 5. Vielen Dank, meine Tochter war völlig aus dem Häuschen über eure Antwort. Und das Bild, das ihr geschickt habt, es hängt nun gerahmt an ihrer Wand. Und sie hört gar nicht mehr auf, allen von ihren neuen Freunden in die Dubtastischen 5 zu erzählen. Vielen Dank nochmal, dass ihr die besonderen Momente möglich macht. Gebt den Kopf nie auf, den Kampf nie auf. Yeah, 20 Fans gewonnen. Gemäß unserer Tradition ist euer schwarzer Karton eingetroffen. Manch einer mag unseren Orden für einen Haufen Quadratschädel halten. Doch das bedeutet nur, dass wir aus jedem Winkel recht haben. Möge jeder eurer Tage ein Tag des Kartons sein. Ja, der Tag des Kartons. Nice. Es lebe der Gott der Pappe. Er lebe! Neues Objekt, Pappkarton. Oh, nice, brauche ich. Hallo Leute, wie geht's, wie steht's? Wollt nur hören, ob alles im Grün ist. Der Erfolg eurer Serie liegt mir ebenso am Herzen wie euch. Bringen wir die Einschaltquoten auf die Spitze. Ach, der Gaga. So Leute, was wir als erstes machen sollten, wäre wahrscheinlich, dass wir mal ein bisschen Money ausgeben. Dafür können wir zum Beispiel ein neues Studio kaufen. Yeah! Bam! Das wollte ich nicht machen. So. Und im Shop gibt's jetzt... Oh Gott. Oh mein Gott. Ein Starbogen. Was für den Assistenten. Oh geil. Angriff ist geschnellt. Der ist schlechter als der jetzige Bogen. Der ist schlechter als der? Was? Waffenschaden. Na gut, ein kleines bisschen weniger. Aber dafür gibt's Fähigkeiten. Ah, hier ist bis Angriff noch drauf. Ja, okay. Aber Fähigkeiten-Rack ist hoch. Ich weiß immer noch nicht, was ist. Ich werde da echt mal googeln danach. Weil ich keine Ahnung habe, für was das da sein soll. Ich weiß nicht, ob sich das dadurch irgendwie die Abklingzeit ändert. Das würde mich interessieren. Designergewehr. Diese wirkungsvolle Requisite stammt von einem unbekannten Designer aus L.A. Wann das. Hä? Für Scar? Rolle Techie. Natürlich, tolle Technik. Alter, nice. Geile neue Waffen, die alle sehr teuer sind. Der Assault. Geil, Mau kriegt auch mal eine Waffe. Ach du Heilige, Rolle alle. Und das hier auch für alle. Level 4, mega. Alter, ich weiß echt nicht, was... Boah, wir brauchen mehr Geld, Mann. Und wir haben im Marketingstudio... ich fand das ja echt geil, ne? Wir müssen mal schauen. 15% Zuschauer pro Folge. 20 Objekttransfer, neue Fans pro Recycling. Das hatten wir ja. Und das war eigentlich ziemlich geil. Zumindest die 30% mehr Zuschauer pro Folge war schon geil. Das würde ich gerne mithaben. 93 pro Folge, verbraucht 500 Fanenergie. Okay. $800 pro Folge mit 1000. Hätten wir sogar, aber boah, 1000 Energie. Da wird mir 800 pro Folge kriegen. Mecha-Gesundheit, naja. So, was haben wir hier? Warte mal, was bringt mir noch? Mecha-Gesundheit, Toys are Fans. Ja, Mecha-Trefferchance, Mecha-Gesundheit ist natürlich auch geil, ne? Zweifach Fan-Umrechnung, 20 Einkommen, Umrechnungsrate. Sentai-Fans lieben Conventions, also nehmt teil. Plus 300 Marketing-Fan-Energie. Fan-Umrechnung. Ich hätte schon ganz gerne etwas, wo wir mehr Zuschauer kriegen im Endeffekt. Dann bleibt es wieder nur das hier. Aber es war auch sehr geil, fand ich. Aber 800 pro Folge ist natürlich auch geil. Und wir haben mehr Mecha-Energie. Wir können ja mal ganz... Nee, kommt erstmal. Hier gibt es nicht mal einen Mecha-Kampf. Ein Freund deines Vaters. Oh, wie süß. Ich glaube, wir machen das mal. Theoretisch könnten wir das hier aktivieren mit 1000. Da haben wir nichts mehr übrig für was anderes mal aktivieren. Aber hätten wir 800 pro Folge. Und wir haben mehr Mecha-Gesundheit und Mecha-Trefferchance. Ich glaube, das mache ich mal. Komm. Hauen wir direkt raus.
Ah, hier haben wir noch was. Na, schade, bringt nichts viel. 800 pro Folge ist schon krass. Wir hätten auch mal das machen können und vielleicht noch das hier. Vielleicht hätte es ja was gebracht, aber egal. So. Ansonsten haben wir ja, können wir jetzt hier noch mehr kaufen im Studio? Vielleicht können wir noch Upgrades kaufen? Ach, gucke mal. Wir können Oh, das brauchen wir auf jeden Fall. 20% mehr Gesundheitspunkte brauchen wir. So, Gesundheitsverbesserung, sehr schön. SD-Kamera kann man verbessern. 20% mehr Zuschauer durch Regieanweisung. Werkbank. Die Fertigungsrate plus 40. Staubsauger, Abwurfrate. Mehr Gesamtzuschauer. Abwurfrate ist auch geil zu haben. Ja, Upgrades sind schon geil. HD-Kamera. Ach komm, hauen wir auch mit raus. Alter, Scheinwerfer. Minus 5% Chance auf Ausweichen und Gegenangriff. Oh, das ist geil. Bäh. Gleich noch eine Verbesserung hinterhergeworfen. 10% weniger Ausweichen und Gegenangriff ist immer gut. Holzkiste, was bringt das denn? Mehr für Mecha. Oh, kostet aber sehr viel. Mikrofon. Ja, das ist auch geil. Mehr Zuschauer. Shop-Sponsor. Ah, ist aber so teuer. Okay. Ansonsten haben wir hier jetzt fast alles. Die Werkbank, ne, weiß ich nicht. Baue nicht mehr so oft was. Ja, das andere ist mir zu teuer. Aber hey. Wir haben jetzt schon ordentlich. Guck dir mal, wie geil das Studio jetzt aussieht hier. Yeah, Mecha-Kampf. Ah, das ist schon geil. Ansonsten, beim Fertigen. Ja, wir können. Ah, Bretter haben wir ja jetzt. Oh, geil. Oh, da können wir die Mecher aufbauen. Jetzt ist es natürlich die Frage, was wir hier aufbauen. Hier hätten wir mehr Verteidigung. Was hat man hier? Mehr Angriff. Wir hatten, glaube ich, auch noch sowas ganz Rares irgendwie. Das Ding zum Beispiel. Dann hätten wir aber unseren Finish-Move, den Move nicht mehr, der immer einen Haufen Money macht. Also der nicht Money, sondern Schaden. Ja, aber der hier, der hätte... Ich weiß halt nicht, was das ist. Der macht 198 Schaden, ist halt so wenig irgendwie. Sieht wenig aus. Ich glaube, ich mache hier einfach mal diesen Move nochmal verbessern. Haben wir noch mehr Angriff. Alter. Level 4, okay, können wir eh nicht bauen. So, und hier könnten wir auch sowas Geiles machen. Mehr Verteidigung. Alter, hier hätten wir 70 Verteidigung mit dem Ding. Angetrieben durch Solarmodul im Rücken. Aber der hat keinen Angriff. Der hätte dann keinen Angriff. Der hat 70% Verteidigung. Aber hier wird der Angriff auch nochmal stärker. Momentan ist er bei 12. Nee, der wird nicht stärker. Abklingzeit auf alle Fähigkeiten. Was ist das? Abklingzeit 5. Ja, hier geht nur die Verteidigung ein bisschen hoch. Schade. Hier hätte man noch ein super Schild. Ist natürlich auch, wäre auch geil. Was haben wir hier gehabt? Verursacht 5000 Schaden. Dieser Angriff trifft immer. Oh, der trifft immer. Mhm. Mecha, Trefferchance. Was ist das für ein Ding? Verursacht 11.000, trifft immer. Beendet die Runde. Schlussangriff. Ah, warte mal. Der hier ist kein Schlussangriff. Das heißt, man kann ihn machen und kann noch weiter drauf einhacken auf die Gegner. Wäre ja auch geil. Was haben wir denn momentan? Gar nichts drin. Das heißt, ein Slot, den wir eigentlich gut verbrauchen können. Wir müssen nur das Richtige finden. Mech-Trefferchance, extra Schaden für Mecha-Spezialangriffe. Können wir jetzt eh nicht bauen. Das ist halt ein Schlussmove mit 11.000, aber auch geil. Das muss ich mir überlegen. 11.000 Schaden machen? Oder halt hier vielleicht. Weil das macht 5.000 Schaden und trifft halt immer. Und danach ist die Trefferchance wird auch nochmal erhöht. Aber so ein Schlussmove wäre auch geil. Dann könnte man nach jedem Dings einen Schlussmove draufhauen. Oh, die 4% Mecha. Komm, wir machen's. So, haben wir noch ein bisschen was? Ah, bei den Füßen war ja noch irgendwas Geiles, ne? Hier, die Gesundheit wollte ich ja nochmal hochdrücken. Da brauche ich noch ein Holzbrett. Wir schauen mal, ob wir uns ein Holzbrett noch basteln können.
Ob wir noch genug Pappe haben. Yeah! Geil. Dann machen wir jetzt die Beine nochmal schön upgraden. Guck mal, 24.000 Heilung und nochmal 20% Mech-Gesundheit. Wir haben jetzt 72 Gesundheit schon, aber die Verteidigung ist ein bisschen schlecht, aber egal. Und wir haben einen Haufen Angriff. Guck mal, ah, die Beine würden noch so ein Dings bringen. So ein Skill. Kraftfeld entfernt alle negativen Effekte. Sowas gibt es später auch, okay. Oh, nice. Nice, Leute. Geile Sache. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Die, ja, Anfang der nächsten Staffel quasi. Oh, Moment. Wir haben ja jetzt noch was. Die Fähigkeiten. Oh, geil. Phönix der 5. Generation. Belebt einen bis zu 3 Felder entfernten gefallenen Verbündeten sofort mit 50% wieder. Ja! Ja! Entschuldigung. Aber endlich. Das brauche ich, sowas. Was gibt's hier? 20 Zuschauer bei Verwendung von Fähigkeiten. Alle bis zu 4 Felder entfernten Feinde haben 2 Runden lang minus 3 Bewegung und 50% Angriff. Okay, ist ein Aktivierungsding. Was ist das? Du verursachst 30% Schaden mit Pistolengewehren. Passiv, perfekt. Nehme ich. So. Eagle Lasso. So. Alle noch stehenden Verbündeten kommen an deine Seite. Oh, sammeln. Kann auch geil sein. Was ist das? Alle bis zu 4 Felder entfernten Feinde ignorieren deine Verbündeten 3 Runden lang. Heilt 30% deiner Gesundheit. Ist auch geil. Jetzt natürlich die Frage. Weil das ist eine coole Sache. Und das hier irgendwie aber auch. Weil er ist ja quasi der Tank. Wenn wir den noch mehr Gesundheit draufdrücken. Ich mach das, glaube ich. Nehme das, glaube ich, mit. Mau. Jetzt bin ich gespannt, was die so hat. Gewinne doppelt so viele Zuschauer, wenn du Schaden verursachst. Geil. Grundangriff, 15% Grundangriff, auch passiv, auch nice. Waffenangriff verursachen 50% mehr Schaden. Ah, schade. Doppelt so viele Zuschauer. Ich glaube, das ist geil. Waffenangriff. Ich mache das für den Waffenangriff, weil ich das nice finde. So, was haben wir hier Schönes? Mit Dolchen verursachst du 15% kritischen Schaden und erhältst 15% Chance, den Feind zu betäuben. Auch geil. Führe im Nahkampf einen Blitzangriff aus. Was heißt das im Endeffekt? Ein Blitzangriff? Na, das hier verstehe ich. Da kann man halt mit Dolchen so richtig... machst du halt mehr Schaden, aber... ich verstehe das hier nicht. Ein Blitzangriff ausführen. Hä? Ich glaube, ich nehme das. Ist halt eh schon an. Jetzt müssen wir bloß noch hier noch viele geile Sachen kaufen und alles. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Gut, dann freut euch auf die nächste Folge, denn dann geht die Staffel wieder von vorne los. Die 3. Staffel schon. Geil, nice.